meine Lieben, meine Tanukis. Ich bin so arm. Ich bin gerade mit meiner Schwester unterwegs. Und sie fährt mir zu schnell. Also, ich habe zwischendurch schon Schweißausbrüche. Oh Gott. Oh Gott. Seht mal, was war das? Kann ich die Kamera umdrehen? Nee, kann ich nicht. Sonst blöd gemacht. Scheiße. Ja. Das ist nicht scheiße. Das ist gut. Also Leute, wir fahren heute nämlich zum Grillen zu der Sarah nach Hause. Sie haben es extra so lieb holen gehoben. Weil du schon wieder Gas gibst. Ich muss den Radfahrer holen. Schau, wow. Ich hab Angst, Leute. Ich hab den Radfahrer. Warte, jetzt nicht mehr, weil sie zu schnell fahren. Oh Gott. War noch 110, da ist eine 70er. Und sie fährt über 70. Sie fährt über 70 nämlich. Oh Gott. Glaub, also Leute, die Sarah, ja, das ist hinten der Christoph. Das ist der Freund von der Sarah, der zukünftige Mann. Der Stefan sitzt hinter mir, der will nicht gefilmt werden, was ich wie gesagt auch respektiere. Und die Sarah fährt schon wieder zu schnell. Sie wollte gerade vorne den anderen Autofahrer. Ich darf nicht überholen. Ja, und da vorne jammern sie dann noch einmal, wenn sie an einem Unfall waren. Ich bin verletzt. Jetzt ist sie alles aus. Nein. Ja, da war der Auto aus. Leute, ich hab Angst. Schlimmer wie auf einer Vergnügungsbahn. Na und? Ich darf nicht überholen, was? Nein. Ich will lebend ankommen. Ich will dann heute grillen. Ich möchte was erleben noch heute. Ja, was heißt die? Ist nicht, sie ist gemütet. Und ich werde vielleicht heute das erste Mal nach 6 Monaten, glaube ich, Hühnchen essen. Ich probiere es mal. Guck mal, Kopf hier einfach. Der ist doch gemütlich, der wartet doch normal. Der fährt dann 80er. Ja, noch und? Entschuldigung, 80. Nein, es geht bergauf. Aber der kommt sicher daheim an. Ja, ich ja. Also ein großer Kratzer, was ich bei ihm vor. Der Robert, ich weiß nicht, wo das ist. Leute. Was? Applaus, der Pico! Applaus! Sie fahren wieder schneller, nein! Ciao! Meine. Sie gibt schon Gas, hört sie das Geräusch? Oh mein Gott! Scheiße, da kommen Kurven! Nein! Sarah, bitte langsam! Ich hab echt Angst! Bitte! Wie los, nur ruhen jetzt! Er redet wieder! Ja, aber du hast auf das Gasteil da drücken. Drauf treten! Warum? Auf die Bremse? Ah, nicht Gas. Auf die Kuppel oder auf die Kupplung? Na, hör auf, der Schneider. Wie ist er? Da schau, hier ist der Kupplung. Hör auf! Die fährt schon über 100. Aber schau mal, tschüss! Das interessiert mich nicht. Hilfe! Leute, ich will nach Hause. Kannst gerne aussteigen. Ich filme dann wieder, wenn wir angekommen sind. Ich hoffe, wir kommen heute noch an, Leute. So, wir sind angekommen. Gott sei Dank. Ja, also, ihr seht, ich lebe noch. Oh Gott, die Sarah ist da hinten. Und ja, ich brauche jetzt einen Kaffee. Und bis später. Hey Leute, ich finde es so geil. Die Sarah hat für mich den gebotschen. Ich fass das nicht, ich werde deppert. Ja, und jetzt sitzen wir da beim Kaffee, jetzt habe ich die Geschenke hergeben. Die Kinder haben keine Überraschungseier bekommen. Und die Sarah Raffaella, weil die isst nur weiße Schokolade. Die ich mag, liebe sie. Die mag keine dunkle Schokolade. Nein. Oder Vollmilchschokolade. Nein. Den Stefan darf ich nicht filmen. Der sitzt da ganz rechts. So, da. Und da vorne steht die Polizei. Ich weiß nicht, ob sie das sieht. Sowieso, ne? Da schaut's einmal. Und der eine, der schaut echt gar nicht schlecht aus. Schauen darf man ja. Nicht, dass ich die verhaftet, das geht. Echt? Also da wäre ich dabei. Ich würde sogar die Hände hinhalten. Ich bin für neue Sachen immer gern offen. Gut, der nichts Spätes. Sarahs versteckte Süßigkeiten. Blödsinn, 90% ist ein Osterhasen noch. Okay, ich hab's gehört, 90% ein Osterhasen von den Kindern. Kinder, das würde ich jetzt aber auch sagen. Ja. So, Sarah und ich gehen Kuchen machen und ein bisschen kochen.
Ja, die Sarah macht jetzt einen Apfelgitterkuchen. Apfelgitterkuchen. Tim, was eine braucht, eine Schüssel. Da braucht sie eine Schüssel. Und da habe ich die Äpfel geschält. Warte, ich gehe mal so. Die Äpfel geschält. Und ich habe heute beschlossen, ich mache das erste Mal in die 600 einen Cheat Day. Das heißt, ich darf heute essen, was ich will. Das heißt, ich werde das erste Mal einen Kuchen wieder essen nach 6 Monaten. Aber ein kleines Stückchen. Mit Vanilleeis? Nein, Vanilleeis darf ich nicht. Ich bin laktoseintolerant. Ich habe meine Tabletten nicht mit. Du hast gekriegt, die Scheiße. Wirst aufhören! Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Wir sind am Land. Das stimmt, da sagt der Fuchs zu Henk gute Nacht. In der Südsteiermark. Ja. Bezirk Deutschlandsfair. Also, noch eher nicht, ich stehe noch ganz leicht vor der Tür. Gassensdorf 32. Ich filme nachher, wenn der Kuchen fertig ist. Das sind keine Mini-Gurken mehr, das sind schon große Gurken. Das sind sehr große Gurken. Das sind große Gurken. Die stechen irgendwie. Die stechen? Die stechen. Echt? Pass mal, die pieksen. Tatsächlich. Also eine Woche bei der Sarah und der Garten ist leer, weil ich drüber gefahren bin. Ja, da hinten haben sie einen Swimmingpool, aber der ist leider nicht so groß. Nein. So. Der Scherz. Ist das nicht herrlich? Das schneiden wir später ab. Ja. Ah, ich brauche auch einen Garten. Also, das sind unsere Salate. Was ist da drin? Ah, da ist schon Fleisch drin. Na, das ist ja aus Fleisch, der gerade vorne ist. Lecker, lecker, lecker. Und das ist unser Grillmeister. Der Christopher. Christopher. Und wir sind alle beim Chicken. Rauchpause. Wir haben schwer gearbeitet. Wir haben alle Salate gewaschen, geputzt, gestriegelt, gestrampt. Und wer kommt die Küche sauber machen? Die Sarah. So, meine Lieben, das ist jetzt mein Grillteller und nach diesem Teller bin ich tot. So, meine Lieben, der liebe Markus wird jetzt einen Kuchen essen. Wie heißt das jetzt schnell nochmal? Apfelgitterkuchen. Apfelgitterkuchen. Mit Vanilleeis. Mit Vanilleeis. Soße? Mittlerweile ja, Soße. Habe ich, glaube ich, seit ewig lang nicht mehr gegessen, Kuchen. Und jetzt ist es das erste Mal, das heißt am Dienstag, wenn ich auf die Fitnessstudie gehe. Ja, das ist der Christopher. Werde ich wieder ganz viel noch mehr Training machen müssen. Okay, ich zeige euch den nochmal. So, das ist er. Mit Eis, mit sehr viel Eis. Und ich mag ja, dass das Eis so halb aufgetaut ist. Soße, genau. Vanilleeissoße. Kosten wir das einmal. Das ist so süß. Aber es zieht so alles zusammen, aber gut essen. Auch gut essen. Jetzt probieren wir mal den da. So, dann nehmen wir ein bisschen Eis. Also, und warte mal, ich sehe das so nicht. Oh, er ist oben. Schnell rein! Ist gut. Verdammte Scheiße, ist wirklich gut. Wieder mal ein Eis da. Ist gut. Scheiße, ist das hier. Ja. Und ja. Und ich trinke da Sarah Sommerspritzer. Das schmeckt auch ziemlich gut. Ist mit Rotwein, Himbeersirup, Orangen, Mineral und Eiswürfel. Schmeckt sehr lecker, sehr erfrischend. Sehr lecker. Süffig. Richtig. Und ich glaube, bis ich daheim bin, habe ich 2 Kilo zugenommen. Aber naja, es ist Sonntag, heute darf ich einmal. Na passt. Bis zum nächsten Video. So, da, wir sind jetzt auf dem See. Und die Kinder gehen jetzt da eine ins Wasser. Ich nicht. Nee. Und ja, ich zeige euch das einmal. Christopher beim Baden mit seiner Tochter. Da ist meine Schwester, die filmt da. Da waren wir gespannt. Und er wollte mir einschmeißen. Das Video tue ich nachher dazu. Das seht ihr danach. Das hat die Sarah aufgenommen. Das tue ich auf YouTube mit dazu einschneiden. Jetzt habt ihr das gehört.
Ja, und da hinten kann man was trinken gehen, da ganz da hinten, da, da jetzt. Ich glaube, da werde ich dann noch einen Apfelsaft trinken oder so. Ja. Hm? Die Rutsche! Nein! So, meine Tanukis, und zwar das war der Sonntag von mir. Jetzt habt ihr ein bisschen einen kleinen Einblick gekriegt, was ich so am Sonntag treibe. Nicht, dass ihr denkt, nein. Das war so meine Sonntagsbeschäftigung mit meiner Schwester, mit der Sarah. Sie hat uns geholt in Graz. Und ja, das ist der Ausgang. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Eigentlich poste ich das am Dienstag. Also wünsche ich euch jetzt schon einen schönen Dienstag. Und tschüss. Ciao.